1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, aus einem völlig verrückten Köln meldet sich live. Das 1Live Talk Radio meldet sich um Domian. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei uns. Ja, wir haben heute Abend eine freie Themennacht. Aber ich würde zusätzlich sehr gerne mit euch über eure Erlebnisse im Karneval sprechen. Krasse Karnevalserlebnisse, die ihr vielleicht heute schon hattet in den karnevalistischen Hochburgen oder vielleicht in den letzten Jahren mal erlebt habt. Das kann ja was sehr, vielleicht etwas sehr Gewalttätiges, etwas wirklich, etwas sein, was überhaupt nicht mehr lustig ist. Es kann auch etwas Heftiges im Bereich Sexualität sein. Wie auch immer, krasse Karnevalsgeschichten. Wenn ihr mir da was erzählen wollt, das können wir gerne heute auch machen. Aber darüber hinaus eine freie Themennacht. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht heißt Annette. Hallo Annette. Hallo. 39 Jahre alt. Ja, seit heute. Seit heute? Ja. Seit einer Stunde? Ja. Ich gratuliere sehr herzlich. Dankeschön. Aber richtig, alles Gute und richtig viel Glück für das nächste Lebensjahr. Alles Gute. Dankeschön. Annette, weswegen rufst du an? Also zum Karneval habe ich nichts zu sagen. Ja. Aber ich habe mich vor 3 Monaten selbstständig gemacht und bin jetzt Treuetesterin. Du hast dich selbstständig gemacht und bist Treuetesterin. Mhm. Um es mal zu wiederholen. Was ist das? Treuetesterin? Ich kann Frauen buchen. Und ich teste dann die Treue ihrer Männer, Freunde und Gefährten. Also wenn ich, nehme mal, ich wäre eine Frau und hätte einen Freund und wäre mir nicht so ganz sicher, ob der Schlingel nicht mir irgendwie fremd geht, dann könnte ich dich anrufen und sagen, hallo Annette, 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 ich habe die Vermutung, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Was tust du dann? Ja, dann mache ich eher entweder, ja, es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder versuche ich das einfach nur über SMS rauszufinden, was ja die billigere Variante ist. Wie über SMS? Wie kriegst du denn das? Ja, die Handynummer bekomme ich ja dann von der Frau und dann mache ich einfach eine fehlgeleitete SMS. Ach so, und dann bist du so eine Art Lockvogel. Ja, nach genau. Dem Motto, hallo Süßer, wie wär's mit uns beiden heute Abend? Ja, nee, nicht so plump. Nicht so ganz plump, ist mir schon klar, du machst das natürlich viel geschickter, aber so die Richtung. Ja, genau. Mhm. Dann die andere Variante, was halt treffender ist, ist, dass ich mich mit ihm treffe. Also entweder weiß ich, dass dann sein Lieblingslokal, wo er anzutreffen ist. Ah ja, dann sagen die Frauen, die geben dir ein Bild und sagen, ihr verkehrt in dem Lokal und dann britzelst du dich auf. Ja. Zeigst dann alles, was möglich ist. Genau. Und geh dahin. Fang ein ganz verfängliches Gespräch an und guck, was dabei rauskommt. So, was hast du gerade gesagt? Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 3 Monaten. Wie viele Aufträge hast du schon gehabt? Bis jetzt erst 5. Und ich hoffe, dass das jetzt im Frühjahr besser wird. Und du hast 5-mal das so in etwa gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und wie ist es ausgegangen? Also 4-mal negativ für die Frau und 1-mal positiv für die Frau. Also 4-mal sind die Jungs in die Falle getappt. Genau. Das heißt, die haben sich auf dich eingelassen. Ja, wollten halt Handynummern mir geben oder ja, was machst du jetzt? Hast du denn sturmfreie Bude? Wir könnten ja noch irgendwie bei dir was trinken. Also eindeutige Sachen. Mhm. Wie weit gehst du denn? Wie weit lässt du dich knutschen? Nein. Also überhaupt keinen Kontakt, auch nicht danach halt mit zu ihm oder mit zu mir oder sonstiges. Sobald ich weiß, er würde es machen, gehe ich auf Toilette und verschwinde. Ja, da ist die Grenze dann erreicht. Ja, ich teste ja nur. Ich bin ja keine, Gott weiß was. Ja. Ich möchte die Frau ja dann auch nicht mehr verletzen, wie sie in dem Moment ja dann auch verletzt ist. Ja, aber das muss ja auch wirklich eindeutig sein. Nur zu sagen, wir können ja mal die Telefonnummern austauschen, ist ja noch kein Beweis. Ja, nein, aber ich weiß ja zum Beispiel, dass er eine Freundin hat oder dass er verheiratet ist. Klar spreche ich ihn darauf an, wenn er, ich meine, der erste
Also der Einzige, der hat gesagt, ich habe eine Frau und ich bin glücklich und hat mir da noch ganz viel von seiner Frau erzählt und so. Das war dann okay. Und die anderen haben die Frauen verleugnet? Genau. Oh, das ist natürlich bitter. Das ist und dann bitter. Weiß ich ja eigentlich schon, woraus das hinausläuft. Ist klar. Hast du mit den Vieren, hast du dich mit allen fünf Fällen, die du bisher hattest, hast du dich mit allen fünf getroffen? Mhm. Auch. Mhm. Ja. Was kostet sowas, wenn man sich da bei dir meldet und das beauftragt? 300 Euro. 300 Euro. Das ist natürlich auch eine Stange Geld. Ist im Internet bedeutend teurer. Also so. Ich bin noch billig. Ist ja eigentlich eine einfache Arbeit, ne? Oder? Es gehört auch viel Menschenkenntnis dazu, finde ich. Auch Mut, finde ich. Du musst ja selbst sehr selbstbewusst dann in die Kneipe gehen und musst den ansprechen und weiß ich was, dann auch einen guten Smalltalk führen und so weiter. Ja klar, es ist ja auch geistige Arbeit. Natürlich, es ist geistige Arbeit. Ich will dir nicht jetzt zu nahe treten, aber die Frage auch, siehst du so aus, so gut aus, dass schon die meisten Männer auf dich abfahren? Ich bin guter Durchschnitt, habe aber, wie gesagt, das Selbstvertrauen und habe das Einfühlungsvermögen, wie man Männern um den Finger wickelt. Das ist sehr wichtig. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dich so selbstständig zu machen? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Das war mal irgendwann vor anderthalb Jahren eine Schnapsidee mit Freundinnen, dass wir so gesagt haben, wir könnten ja mal so gegenseitig testen, was unsere Männer denn machen würden. Ja. Und als ich dann arbeitslos wurde, bin ich nochmal auf den Gedanken gekommen, habe mir so ein Konzept aufgebaut, habe im Internet nachgeguckt, was da die Preise sind oder was die alles machen. Klingt ja fast so wie so eine kleine Ich-AG. Es ist eine Ich-AG. Es ist eine Ich-AG. Arbeitsamt gefördert. Ach, es wird sogar vom Arbeitsamt gefördert. Eine treue Testagentur. Jetzt müsstest du ja eigentlich noch jemanden einstellen, nämlich einen Mann, einen richtigen kernigen Kerl, der die Frauen testet. Ich bin ja mal, wäre gespannt, wie die Frauen reagieren. Wenn da so ein richtiger Zier, so ein richtiger Kerl reinkommt, ob die Frauen da so sagen, nein, wir sind in einer festen Beziehung, ich möchte nicht mit ihnen sprechen. Na, ich glaube, die Frauen sind genauso so verführbar wie die Männer, oder? Ja, aber die Männer haben ja mehr das Selbstbewusstsein, meine Frau macht das nicht und wir Frauen sind ja realistischer. Ihr seid realistischer. Annette, also, aber eigentlich wäre der Karneval wäre da ideal für dich, ne? Aber nicht, wenn man in Norddeutschland wohnt. Stimmt, du wohnst in Norddeutschland. Ja. Da gibt es keinen Karneval. Obwohl ich aus Mainz bin und eigentlich den Karneval sehr vermisse. Oh, das kann ich mir vorstellen. Wo wohnst du jetzt? In der Nähe von Bremen. Ja, da ist tote Hose, ne? Diesbezüglich, sonst natürlich nicht. Wir lieben ja alle Bremen und Norddeutschland sehr. Aber karnevalsmäßig läuft da nichts. Mhm. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit der Ich-AG. Danke. Und wünsche noch eine tolle Sendung. Ich danke dir vielmals, Annette. Alles Gute. Okay. Tschüss. Offene Sendung, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, über was, egal. Und Zusatzfrage, was habt ihr an krassen Sachen schon mal im Karneval erlebt in den vergangenen Jahren oder vielleicht sogar heute? 0800 220 50 50. Weiter geht's mit Paula und Paula ist 20. Guten Morgen, Paula. Guten Morgen, hallo. Hallo. Ja, also ich habe folgendes Problemchen. Ja? Ich bin seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und habe seit 1,5 Jahren so ein kleines Techtelmechtel mit meiner Arbeitskollegin. Oh, so lange schon? Ja, Was heißt Techtelmechtel? Was macht ihr? Naja, also ich habe jetzt schon ein paar Mal mit ihr geschlafen. Ja, das ist ja schon ganz schön viel. Ja, und ich würde auch gerne mit einer Beziehung eingehen. Du würdest gerne mit ihr eine Beziehung eingehen? Ich habe es gar nicht verstanden. Du würdest gerne mit ihr eine Beziehung eingehen? Ja, genau. Das heißt, du bist verliebt in sie? Du liebst sie? Oder ja, was? Ich habe mich sehr in sie verliebt. Sie in dich auch? Also sie sagt mir immer, dass sie mich liebt, also sehr lieb hat, aber ich bin halt, also ich weiß nicht genau, wie sie darüber genau denkt. Ja, zwischen Liebhaben und Lieben sind ja Welten manchmal. Ja, eben. Ne? Genau. Man kann ja einen guten Freund wirklich von Herzen lieb haben, aber das ist ja keine Liebe im Sinne einer Partnerschaft. Ja, eben, genau. Also sie ist vor 1,5 Jahren noch verheiratet. Hat eine kleine Tochter, die ich auch sehr, sehr lieb habe. Und ich weiß halt nicht, wie es dann sein würde, wenn wir wirklich tagtäglich miteinander zu tun hätten. Weißt du, was ganz super wäre, Paula? Wenn du dein Telefon irgendwie ganz klar an den Mund halten würdest. Irgendwie kackt die Leitung immer weg.
Verstehst du mich jetzt besser? Jetzt ist es sehr schön, ja. Ja, gut, okay. So, 3 Jahre mit dem Freund zusammen, 1,5 Jahre Techtelmechtel, was mehr ist als Techtelmechtel, finde ich, was du gerade erzählt hast. Dass Sex im Spiel, da ist sehr viel Liebe und Herz im Spiel. Ja, genau. Dein Freund weiß davon gar nichts. Doch. Also, ja, ich habe es ihm vor einem halben Jahr gesagt, dass ich schon seit einem Jahr mit ihr was habe. Und wie hat er darauf reagiert? Also, er war ziemlich sauer. Und wie hat sich die Situation bis heute so entwickelt zwischen euch beiden? Ist er misstrauisch? Fragt er dich viel? Ja, sehr viel über sie fragt er mich. Also, wenn ich bei ihm bin, also ich wohne nicht mit ihm zusammen, wenn ich bei ihm bin, dann fragt er mich jedes Mal, ja, warst du wieder bei ihr? Was habt ihr gemacht? Und ja, da ist er schon sehr misstrauisch. Ja, und ist er richtig eifersüchtig? Ja, sehr. Sehr. So, fast so, als wärst du mit einem anderen Typ? Oder? Ja, genau. Ja. Obwohl er es, also seitdem wir zusammen sind, eigentlich immer gesagt hat, naja, wenn du mal mit einer Frau was haben würdest und so, dann würde ich ja nichts dagegen haben, das ist ja kein Fremdgehen. Ja, und sagt sich immer, das ganz anders. Ja, das sagt sich immer so leicht. Und wenn's dann ja, aber, eben, genau. Vor allen Dingen, wenn es dann in den ernsten Bereich reingeht, ist das völlig wurscht, ob das ein Mann und eine Frau ist, dann ist dann ein Konkurrent da und es geht um alles, ne? Ja, wie fühlst du dich denn jetzt, dass du da so zwischen zwei Welten hin und her switcht? Naja, also irgendwie ziemlich immer aufgebracht, weil ich halt nicht immer genau weiß, naja, wie denkt sie jetzt genau darüber und was sagt er jetzt oder wie soll ich es ihm jetzt am schonendsten beibringen, ihm zu sagen, dass ich wirklich gerne mit dir zusammen sein will. Wie sind denn deine Gefühle noch deinem Freund gegenüber? Also ich habe schon, also da sind schon noch Gefühle da. Aber also von Liebe kann ich, glaube ich, nicht mehr sprechen. Paula, raus aus der Beziehung. Ja, denke ich auch, wahr. Aber hallo. Ja. Und gar keine Diskussion. Was willst du ihm da irgendwas vorgaukeln und ihm vielleicht eine Hoffnung machen? Ja, eben. Und du sitzt da zwischen zwei Stühlen und bist mit dem Herzen letztendlich schon bei deiner Freundin, traust dich aber noch nicht richtig, vielleicht weil du denkst, dass das auch keine Zukunft hat und hältst dir so ein bisschen deine alte Beziehung warm. Das ist nicht in Ordnung. Ja, da musst, also bevor überhaupt irgendetwas mit der Frau passiert, finde ich, musst du erstmal dein Leben in Ordnung bringen, dein Leben mit deinem Freund. Und das heißt, dass du dich von dem Freund als Partner trennst. Ja, denke ich auch, dass es besser wäre. Ja, und dann vor allen Dingen, ich verletze ihn ja damit ziemlich. Sehr. Hattest du denn in der letzten Zeit, nachdem er das erfahren hatte, auch Sex mit deiner Freundin? Mit ihr? Ja. Und hast du dann schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber? Naja, eigentlich nicht wirklich. Okay. Du hast währenddessen auch nicht an deinen Freund gedacht? Nee. Gar nicht. Ja, weil sie mir auch viel mehr gibt wie er, muss ich sagen. Also ich habe jetzt schon, ich denke mal, mit ihm jetzt seit über einem halben Jahr auch keinen sexuellen Kontakt. Ja, da fehlt nur der letzte Schritt. Ja, eben. Wieso hast du den noch nicht gemacht? Weil ich immer denke, ja, ich habe immer irgendwie so, vielleicht ist es dieses Mitleid mit ihm haben, ich weiß es nicht wirklich. Also ich habe eher den Eindruck, dass du Angst hast vor der Zukunft, weil du nicht genau weißt, auf was du dich da einlässt. Ja, eben. Vielleicht hast du auch Angst, beide zu verlieren. Ja, das kann auch sein. Ja, ich glaube, da ist eher die Angst und so ein bisschen Taktik und strategisches Denken auch. Ich lasse mir den anderen noch so lange, halt mir den warm, bis ich weiß, dass ich in das nächste Nest wandern kann. Aber so kannst du es nicht machen. Ja, ich weiß. Und, also ich spiele da ganz schön mit vielen Gefühlen, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Ja, scheiße. Ja gut, aber nun ist es dir klar, du kannst ja auch eine Konsequenz draus ziehen. Und wenn du die jetzt ziehst, dann ist es doch in Ordnung. Ja. Das ist zwar blöd gelaufen, das 1,5 Jahre hast du deinen Freund betrogen. Aber Gott, allen Leuten passieren solche Fehler. Da kann man ja daraus lernen, dass man demnächst halt sich anders verhält. Eben, genau. Also ich denke, ich sag's ihm. Ja, und du sagst es ihm und raus aus der Beziehung. Ja, genau. Liebe Paula, ich glaube, du hast aus Berlin angerufen, ne? Ja, genau. Ich habe das in der Stimme gehört. Ach so, ja? Da ist auch nicht viel mit Karneval, ne, bei euch? Na, es geht eigentlich doch. Doch, es ist ein bisschen rübergeschwappt. Ja, ich denke schon. Naja, ich war einmal Rosenmontag mal in Berlin und das fand ich so als Rheinländer ein bisschen, obwohl ich Berlin ja heiß und ähnlich liebe, aber ein bisschen deprimierend, weil da war nix und hier kollabiert die Stadt. Also, okay, aber es verändert sich, ne? Ja, eben. Ja. Also okay, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht so wirklich Karnevalsfan, aber also so, was ich so im Fernsehen mitbekomme, ist schon ganz schön was los. So Neukölln und Rixdorf und so. Ja, echt in Neukölln auch.
Ja, da geht es schon richtig zur Sache mit Umzüge und. Der Berliner feiert halt auch gerne, ne? Ja. Und wenn es neue Anlässe gibt, dann ist man dabei. Ja, das stimmt. Ja. So, liebe Grüße und schöne Grüße nach Berlin. Und ja, danke schön. Dir alles Gute, Paula. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Und hier ist der Martin. Und Martin ist 25 Jahre alt. Hallo, Martin. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, tja, du hattest ja gestern gesagt, zum Thema Karneval, obwohl eine freie Themennacht ist. Genau. Und ja, bei mir geht es darum, dass ich vor einem Jahr auf dem Karneval, also ziemlich auf den Tag genau, ich glaube einer eher, meine jetzige Freundin kennengelernt habe, die Monika. Ach. Und bis zum heutigen Tag, ja, ich komme jetzt gleich mal zum Hauptpunkt, also bis heute nicht fertig gebracht habe, Vaginalverkehr mit ihr zu haben. Also vor einem Jahr an Karneval kennengelernt, an Weiberfastnacht. Genau. Gefeiert und so mit Kostüm. Ja. Und ja, bis heute keinen klassischen Geschlechtsverkehr gehabt? Nee, genau. Aha, wie kommt das? Ja, da muss ich mal eben kurz erzählen. Also, sie ist Kölnerin. Ja. Ich komme aus Bremen und bin dann hingefahren nach Köln. Ja. Und mit ein paar Jungs haben wir gefeiert und so. Hab sie da getroffen. Mhm. Und war hin und weg von der Frau. Also, sah toll aus, hatte ein tolles Lächeln und war alles echt, wie man sich's vorstellt, so. Und sie, von ihr aus war es wohl auch so, ich war mir aber nicht sicher, aber jedenfalls sind wir dann irgendwann am frühen Morgen in ihrer Wohnung abgestiegen, sozusagen. Ja, und dann haben so ein bisschen Petting und so ging das so los und waren noch beide ziemlich betrunken und hatten Bock auf Sex. Nur hat sie mir dann noch gerade rechtzeitig erzählt, dass sie die Pille nicht nimmt. Und bei mir ist das Problem, und da hätte mich am liebsten gar nichts zu erkennen gegeben, aber sie sagte, sie hat Kondome, ging erstmal gar nichts bei mir, weil da habe ich so ein mega Problem mit. Also ich kriege überhaupt keinen Hoch, wenn ich weiß, dass Kondome in der Wohnung sind. Und wenn ich schon Erektion habe und man dann irgendwie mir versucht, da eins rüberzuziehen oder ich selber, dann kriege ich sofort einen kurzen. Und ja, dann hat sich in der Nacht irgendwie noch ergeben, dass wir Analverkehr hatten. Ah, ungeschützt. Ungeschützt, ja. Im Nachhinein dummerweise, muss ich sagen. Dummerweise. Normalerweise, naja. Nachdem, war das so, nachdem, war da natürlich auch, weil sie wohl vorher, so jedenfalls wie es angedeutet hat, sowas noch nicht gemacht hat, das erste Mal war, also hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, war es auch nicht in dem Sinne so richtig, wie man sich so richtigen Verkehr vorstellt, mehr so angedeutet. Und jedenfalls, als wir uns aber 3 Tage später wieder getroffen haben und langsam klar war, wir sind uns sympathisch so, da geht noch was sozusagen, wir könnten zusammenkommen, dann wieder im Bett gelandet sind, haben wir einfach die gleiche Nummer wieder durchgezogen. Analsex. Und das nie weiter thematisiert. Wir haben dann einmal so drüber gesprochen, dass man ja jetzt eigentlich was machen müsste. Jetzt erzählen wir bloß nicht, dass ihr seit einem Jahr Analsex habt und keinen Vaginalsex. Ja, also natürlich auch Oralsex. So. Oralsex? Die Stellung 69 gehört bei uns so zum Standardprogramm. Ja. Aber so Vagina, also wenn es mal richtig Sex geben soll, das ist ja immer nur, also Oralsex ist ja letztendlich nicht so im Sinne dieses Los Schibolos, sag ich jetzt mal. Aber Martin, erklär mir das mal. Auf Analsex hinaus. Warum? Warum? Weil eben das Problem ist, also ich kann mir nicht vorstellen, mit einem Kondom Sex zu haben. Ach, es also, geht jetzt immer noch? Es geht, bei mir. Es geht um das Kondom. Es geht um das Kondom. Und bei ihr ist es, dass sie die Pille nicht verträgt. Wenn sie also Hormone nimmt, bekommt sie schmerzhafte Knoten in der Brust. So. Sie hat sie mal genommen, aber musste die absetzen. So, nun seid ihr ein Paar. Und wenn man sich treu ist, kann man ja durchaus die Kondome auch weglassen. Und es gibt ja nur auch andere Möglichkeiten der Verhütung, als denn nur die Pille und ein Kondom. Genau, und anfangs, als wir so 3 Wochen zusammen waren, hatten wir da mal drüber gesprochen. Und es war dann alles schon total so schambesetzt wegen dieser Analgeschichte. So. Also da haben wir, das haben wir gar nicht direkt angesprochen, nur mal so über Verhütung gesprochen. Und dann sagte sie, also Spirale hatte sie von 2 Freundinnen gehört, das sei so schmerzhaft, dass eine wohl eine Woche gar nicht mehr laufen konnte. Und die andere sagte wohl auch, das wäre schmerzhaft. Und dann kam ja noch, gibt es ja noch zum Beispiel das Diaphragma. Und das wiederum kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist das Gleiche wie beim Kondom. Wenn da so eine trennende Schicht ist irgendwie so, Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann, es ist auch für alles, wenn ich eine Frau bin. Für alles eine Ausrede irgendwie da. Ist ja ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, Domian, aber ich habe auch so... Also was die Spirale anbelangt, kenne ich ganz andere Geschichten von Frauen, von Freundinnen, die da wunderbar mit zurechtkommen. Und sie sollte sich vielleicht mal von einem Frauenarzt beraten lassen und es ganz einfach mal ausprobieren. Zum einen. Es ist doch eine absurde Situation. Da ist ein Paar zusammen, die
Und das Paar schafft es nicht, den klassischen Geschlechtsverkehr hinzukriegen, sondern macht nur Analsex und Oralsex, weil dem einen gefallen die Kondome nicht, dem anderen gefällt eventuell die Spirale nicht, obwohl sie es noch gar nicht ausprobiert hat. Ja, Domian. Ja. Der Punkt ist, wir haben ein tolles Sexleben. Wir haben klasse Sex. Ja. Es macht richtig Spaß. Also die 69, die habe ich richtig lieb gewonnen mit dieser Frau. Ja. Und deswegen besteht für uns irgendwo auch wenig Veranlassung, jetzt so sich krass drum zu kümmern. Trotzdem habe ich jetzt einfach das Gefühl, dass es einfach so krank ist. Ach, na, was heißt krank? Na, krank ist es nicht, es ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich. Ich weiß auch nicht so, wie gesagt, nachdem wir 3 Wochen zusammen waren, haben wir mal drüber gesprochen und seitdem läuft das jetzt einfach so. Und vermisst du das denn, das andere? Ja, ich finde so eigentlich schon, also es ist schon gut alles so, aber also ich würde jetzt auch nicht dafür jetzt meine Freundin betrügen, um Gottes Willen, aber das heißt vermissen so, ich habe eher das Gefühl, ich muss es ihr mal richtig besorgen. So. Das heißt, sie hat auch noch nie irgendwas darüber gesagt, ob sie es vermisst. Sie sagt nur, dass wir sagen immer beide, dass es uns gut gefallen hat oder sagen oft, dass es uns gut gefällt und probieren auch jetzt in unseren Möglichkeiten halt viel aus, aber ja, also ich vermisse jetzt Vaginalsex oder so. Aber es ist irgendwie eine Tabuzone, wo ihr nicht so offen redet drüber. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, da reden wir nicht. Also ich verwöhne sie da ja mit Sexspielzeugen, mit Dildos, etc. Der erste Schritt wäre, ich würde auf jeden Fall mal Tacheles reden. Ist doch okay. Und dann kann man ja, so, wenn sie nichts vermisst und du nichts vermisst und dass sie sich bei euch so eingespielt hat, okay, dann macht es halt so. Und andernfalls müsst ihr mal einen anderen Weg, zum Beispiel den Weg der Spirale gehen. Darüber hinaus würde ich gerne noch ein paar Worte mit dir über die Kondome reden. Nachdem ich heute Abend 3 Stunden in der Kölner Szene als AIDS-Botschafter Kondome verteilt habe. Aber wie krass ist das, wenn ich jetzt sage, ja, wir sind jetzt 1 Jahr zusammen, ich liebe dich über alles. Und wenn ich so ausspreche, wir haben aber nur Analsex und da wollte ich mit dir drüber reden, kann ich doch nicht machen irgendwo. Wie aussprechen? Bei ihr aussprechen? Ja, wenn ich da sie drauf anspreche. Ja, aber sie weiß es doch genau. Mir würde es ja nicht gefallen. Aber sie weiß es doch genau wie du. Was ist das für ein Argument? Ja, dieser Vaginalsex. So, frag doch einfach, vermisst du es? Das ist aber so ein richtiger, Vaginalsex ist schon so ein Tabu für uns geworden. Ja, frag doch, ob sie es vermisst. Frag sie. So, und wenn sie es vermisst, dann müsst ihr überlegen, was ihr machen sollt. So, jetzt ist aber gerade noch wieder sehr geschickt über meinen Vortrag über die Kondome ausgewichen. So, also wir sind beide Männer, du musst mir da keine großen Sachen erzählen, dass man das vielleicht nicht so gerne mag. Aber so krass, wie du es gerade geschrieben hast, halte ich für Unsinn, ehrlich gesagt. Wenn du einen zu großen Pimmel hast, dann kauf dir eine Übergröße und dann geht es auch. Und wenn du einen normalen hast, dann nimm die normalen, dann ist es auch okay. Und wenn man das in das Liebesspiel mit einbaut, dann ist es auch gut. Es ist vielleicht nicht so der Hammerreißer, aber es ist auch gut. Ja, das ist aber gar nicht, Domian, das ist nicht, dass es mir nicht gefällt dann. Ich kann es einfach nicht. Ich fühle mich da einfach reingezwängt. Ja. Da kann man sich aber auch reinsteigern in so etwas. Und man kann das auch geil in das Liebesspiel mit einbauen, dass du das Hütchen übergezogen bekommst. Domian, gerade das ist doch für mich so das absolute Don't. Wenn sie dann so liebevoll und am besten noch mit der Zunge rüberrollen und... Okay, jetzt ist der nächste Schritt ist, dass du deine Liebste mal fragst, ob sie was vermisst. Mach den. Domian. Ne? Und dann muss man weiter gucken. Oh, bietet mir den geilsten Analsex, den geilsten Oralsex und sie, ich merke ihr auch an, dass sie gut zufrieden ist. Ja, okay, jetzt reden wir im Kreis. Also du sprichst sie an, ihr redet drüber, wenn es da massive Probleme gibt, mailst du mir und wir telefonieren auch mal miteinander, okay? Ja gut, das mache ich, Domian. So machen wir es. Könntest du vielleicht dazukommen? Grüße, bitte? Könntest du sonst vielleicht dazukommen in die Besprechung? Wir können das ja zu dritt machen am Telefon. Ja? Ja, das können wir auch machen. Wenn es Probleme gibt, melde ich dir. Okay, alles Gute, Martin. Tschüss. Domian, danke. Tschüss. Jeanette ist hier. Jeanette ist 19. Hallo, Jeanette. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen... weil ich ein Problem mit meiner Schwester und mit meiner Tante habe. Mhm, nämlich? Und zwar, meine Eltern sind Swinger und gehen auch ganz offen mit ihrer Sexualität rum und ich habe damit auch keine Probleme und so. Wir erklären es mal eben, Swinger heißt, das sind Leute, deine Eltern sind Leute, die gerne in Swinger-Clubs gehen. Nee, nicht Swinger-Club, die gehen auf bestimmte Seiten, sind da auch eingeloggt. Mit Bilder und so und treffen sich halt privat mit Paaren. Also privat und machen Gruppensex.
Genau, ja. Auch, so vielleicht. So genau weiß ich nicht, aber schon. Ja. Mhm. Und meine Schwester versucht halt mich dazu benutzen, Informationen über das Sexleben von meinen Eltern rauszukriegen. Wie alt ist denn deine Schwester? 20. Mhm. Und die will versucht dich irgendwie zu instrumentalisieren? Genau. Also da halt Sachen über das Sexualleben meiner Eltern rauszukriegen, was mich natürlich in so eine Zwicklage bringt, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss meiner Schwester was sagen oder ihr, ich weiß zwar nicht, was ich ihr sagen soll oder was sie. Aber wenn sie so neugierig ist, ja, du bist nicht so neugierig. Nee, weil meine Eltern haben mir von vornherein mit offenen Karten gespielt, haben mir gesagt, dass sie das machen, weil ich habe mir das irgendwann auch gedacht. Ja, und dir ist es wurscht, nach dem Motto, sie können machen, was sie wollen. Ja, genau. Und ich habe da auch keine Probleme mit. So. Ich bin da auch so stolz drauf, dass meine Eltern noch in ihrem Alter ein gutes Sexualleben haben. Und ich kann das nicht verstehen. Wie alt sind die denn? Meine Mutter ist 40 und mein Papa 41. Naja. Ja, also gut, die sind nicht alt. In dem Alter sollte das schon auch funktionieren. Da, ja, ich meine, mit ein bisschen Hilfsmittel funktioniert es da noch. Also, wenn deine Schwester denn dann so neugierig ist, warum forscht sie das denn selbst nicht? Warum sollst du denn spionieren? Ja, das Witzigste ist ja, wenn ich da zu Besuch bin, was ich nicht so oft bin, die geht halt auf die Seiten, wo meine Eltern sind, loggt sich mit einem falschen Nicknamen ein, also komplett Unsinn, und geht dann halt mit meiner Tante davor und versuchen sich gucken, dass sie irgendwelche Einträge finden und jetzt kommt die Tante ins Spiel. Ja, genau, meine Tante ist. Die Tante ist die Schwester von deiner Mutter? Ja, genau. Ja. Und die ist auch ganz interessiert an den Sachen und will auch forschen. Genau, und die sitzen halt beide davor, auch wenn ich da zu Besuch bin, und locken sich halt mit falschen Namen ein und erstellen sich da so ein Spaßpasswort, hier Profil, und gucken halt, was meine Eltern für Einträge haben. Und warum machen die das? Machen die das, um eure Eltern vielleicht irgendwie zu verarschen über das Netz? Oder sind die steckt da irgendwas anderes hinter? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich finde es einfach nur doof, weil ich halt immer wieder da in diesem Mittelpunkt stehe. Weil das heißt, meine Schwester sagt halt zu mir entweder, du auf Deutsch gesagt, du erzählst uns was wir hören wollen. Was sie hören wollen, weiß ich allerdings nicht. Ja, oder sie bricht halt den Kontakt zu mir ab. Ja, aber was weißt du denn mehr, als sie weiß? Ja, das weiß ich ja nicht. Und das habe ich ihr schon öfters gesagt. Ich sage, und weil sie halt immer möchte, dass ich mich, weil sie denkt, ja, weil ich engeren Kontakt zu meinen Eltern habe, weil ich muss dazu sagen, die haben, meine Schwester, meine Tante haben keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Ach so. Also die von sich aus, die haben den Kontakt abgebrochen. Warum? Ja, das ist so eine längere private Geschichte. Ah, ja. Also ach so, das verstehe ich. Und du hast doch nahen Kontakt. Wohnst du noch? Ja, wohnst du sogar noch bei deinen Eltern? Nee, ich habe meine eigene Wohnung und ich habe halt Kontakt zu meinen Eltern, ist klar. Ja. Und meine Schwester und Tante halt nicht, und die versuchen halt immer über mich Sachen über das Sexualleben meiner Eltern. Okay, das habe ich ja schon verstanden. Genau, von die du ja sowieso nicht weißt. Ja, was ich nicht weiß. So, deine Tante ist da so, du sagst, der Kontakt ist abgebrochen. Das deutet ja darauf hin, dass da was Gravierendes vorgefallen ist. Wenn zwei Schwestern den Kontakt brechen, also deine Tante und deine Mutter, die beiden Schwestern. Ja, da ist schon extreme Vorgeschichte. Ja, worauf ich hinaus will, ist da irgendwie vielleicht auch so eine Missgunst oder Racheaktion im Spiel? Ja, ich weiß nicht. Also ich vermute mal eher, weil meine Tante hat ziemlich viel Probleme mit ihrem, sag ich mal, mit ihrem Gewicht. Sie ist ziemlich stabil gebaut. Mhm. Und ihr Mann ist halt, also mein Onkel ist halt, würde ich mal sagen, teilweise schon ein bisschen, würde ich behaupten, scharf auf meine Mutter oder findet sie attraktiver als meine Tante. Aha. Und ich gehe halt davon, oder ich glaube halt, dass meine Tante Probleme hat oder und halt neidisch ist und da halt konkurrieren will mit ihrer eigenen Schwester und mich versucht dazu benutzen, also an Informationen zu kommen. So, also erstmal zu dem Punkt, um den abzuschließen, hast du ja keine Informationen. Ja, genau. Und B, würde ich aber mir das verbitten bis zum geht nicht mehr, dass die dich da ansprechen. Da musst du eine klare Linie ziehen und sagen, hört mal Leute, nichts von mir, ich mache da nicht mit. Ja, vor allem, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal, habe ich ihr das gesagt und auch über E-Mail und so, ich habe ja auch geschrieben, telefoniert, weil sie mich halt damit schon belästigt und auch unter Druck setzt damit. Ja, und dann habe ich eine Zeit lang, habe ich konkret gesagt, so bis hierhin und nicht weiter, ich will dazu nichts sagen, das ist meine Eltern, das sind meine Eltern ihre Sache, ich sage dazu nichts. Und dann wurde der Kontakt abgebrochen, dann haben sie sich eine ganze Zeit lang nicht bei mir gemeldet. Dann wurde ich einfach ignoriert nach dem Motto, wenn du nichts sagst, dann wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Okay, Janet, aber wenn es dann so ist, dann ist es halt so.
Ich meine, was, ja. Das ist doch eine ganz miese Tour, dich da in irgendeiner Weise unter... Weil mich das total unter Druck setzt, weil meine Schwester bedeutet mir was und meine Eltern auch. Ja, aber dann ist der Kontakt eben weg zur Schwester und zu der Tante. Ja, und jetzt ist der Kontakt halt wieder da und sie fängt halt wieder damit an. Und ich weiß nicht, wie ich ihr das nahe bringen soll. Entweder sage ich, komm, geh in Pfeffer oder lass es. Genauso. Ganz genau. Weil es ist halt immer ein blödes Gefühl für mich. Ja, okay. Weil ich immer dazwischen stehe. Ja, aber du musst es ja nicht sagen. Und das ist ja deine Entscheidung. So, und deine Entscheidung ist ja schon gefallen. Du stehst auf der Seite deiner Eltern, sprich, du wirst dich da völlig raushalten. Ja, auf jeden Fall, weil das sind meine Eltern, ihre Sache, die sind erwachsen. So, und dann musst du das, so sagen. Und wenn die entsprechend blöd reagieren, deine Schwester und deine Tante, dann musst du es in Kauf nehmen, dass erstmal kein Kontakt da ist. So ist der Fall. Und der Fall ist ganz klar, denke ich, Jeanette. Okay? Ja, okay. Alles Gute und gutes dann Gelingen. Danke ich mich. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Daniela ist hier. Daniela ist 24. Hallo. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Einmal großes Lob an deine Sendung. Dankeschön, sehr nett. Vielen Dank. Und ich habe ein Problem mit der Mutter von meinem Freund. Mit der Schwiegermutter. In Spee. Genau. Mhm. Was ist da los? Und zwar, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Und zwar, wir sind seit 3,5 Jahren zusammen. Mhm. Und wir wohnen seit 7 Monaten zusammen. Mhm. Aber nicht im Haus der Mutter. Nein, wir haben eine eigene Wohnung. Ja. Mhm. Und das Problem ist, mein Freund ist 30. Mhm. Er hat aber bis zu seinem 29. Lebensjahr bei seiner Mutter gewohnt. Oh, das klingt immer schon schlecht. Ja. Das klingt nach Mamasöhnchen. Sie ist 70 Jahre alt. Mhm. Und ihre Meinung ist, alle Weiber sind scheiße. Inklusive Daniela. Genau. War das von Anfang an so? Oder hat sie dich am Anfang mehr akzeptiert? Ja, das übliche Spielchen eigentlich. Also erst alles wunderbar und dann fing das langsam alles immer an. Mhm. Zum Beispiel kleine Kleinigkeiten wie, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, haben wir uns mal abgewechselt, mal habe ich bei ihm geschlafen und mal nicht. Mhm. Und dann, Kleinigkeiten, weil er hat da, also er fährt ein Mazda Cabriolet, diesen MX-5. Mhm. Sehr schick. Ja, genau. Ja. Und es war Sommer und ich hatte einen Firmenwagen, VW Polo, habe ich gefragt, ob wir die Autos tauschen können. Und ich bin immer später zur Arbeit gefahren als er. Und dann fing das schon langsam an. Da sagte sie immer, ja, ich würde mir den Wagen ja nicht ausleihen. Und jedes Mal, wenn jemand den anderen Wagen hat, dann schleicht er immer jedes Mal da rum und guckt, ob eine Macke dran ist und hier und da. Also typische kleine Scheißereien, ne? Genau. Mhm. Und damit macht sie schlechte Stimmung und hetzt los. Ja. Sag noch ein Beispiel. Das ist ja noch Kinderkram. Da waren wir irgendwann im Urlaub vor 2 Jahren mit 3 Pärchen. Mhm. Wir waren 2 Wochen auf Lanzarote. Es war alles wunderbar. Da waren wir auch bei seiner Mutter am Kaffee trinken. Meine Mutter war auch dabei. Ach, die Mutter war mit auf Lanzarote? Nein. Wo wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Ach so, als wir zurückgekommen sind. Genau, da waren wir bei Thomas' Mutter zu Hause. Meine Mutter war auch dabei. Haben wir ein bisschen vom Urlaub erzählt. Mhm. Und dann sagte sie gleich, ja, Thomas hält das ja nie lange aus, der ist ja immer froh, wenn er wieder zu Hause bei mir ist und hier und da. Mhm. Und das stimmte alles gar nicht. Mhm. Also sie war dann doch geschockt, dass er gesagt hat, das ist doch gut im Urlaub gewesen. Hat er denn, hat er in der Situation sie korrigiert? Nee, da war er gar nicht bei. Ach, da war er gar nicht bei. Ah, ja. Das war so eine Situation, wo meine Mutter mich anguckt und ich sie auch anguckte und da war es schon klar. Nach dem Motto, am besten gefällt es meinem Jungen bei mir. Ja, genau. Und nicht bei ihrer Tochter, ne? So ein Beigeschmack hatte das. Ja, genau. Mhm. Habt ihr richtig Streit miteinander? Bitte? Habt ihr mittlerweile richtig Streit miteinander, du und die Mutter? Ich habe gar keinen Kontakt mit ihr, ich habe mal abgebrochen. Ach, so heftig. Ja, weil sie Weihnachten jetzt, also letztes Jahr Weihnachten, den Vogel abgeschossen hat. Was ist geschehen? Und zwar, es war Heiligabend, also der 24. Dezember, das war ja ein Samstag. Mhm. Genau, ja. Und den Freitag, also den Tag davor, ist Thomas halt immer, also hat Weihnachtsgeschenke gekauft mit seiner Mutter für mich. Habe ich mich auch schon wieder tierisch drüber aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil ich hatte auch, wenn sie ans Telefon geht, ist die Nummer immer eingeblendet. Und ich sehe immer, wenn sie anruft, da gehe ich gar nicht ran, da gebe ich gleich den Hörer immer weiter. Mhm. Ne? Also gut, er war einkaufen mit seiner Mama.
Genau. Und hat Geschenke für dich gekauft. Genau, habe ich auch zu ihm gesagt, fand ich nicht sehr gut, weil wenn er möchte, dass er Geschenke für mich alleine aussucht und nicht mit seiner Mutter, weil er weiß, dass ich mit ihr sowieso nicht klarkomme. Aber das ist ja auch egal. Ja, okay. Und dann hat man noch kurz telefoniert gehabt und dann wollte er die Geschenke hier einpacken. Mhm. Dann habe ich gesagt, das geht aber nicht, weil ich mit meiner Mama hier bei uns in der Wohnung bin, weil ich seine Geschenke auch einpacke, aber du bist ja eh bei deiner Mutter, dann packst du doch zusammen ein, du warst ja eh mit ihr los. Oh, das klingt aber schon alles sehr nach Kleinkrieg. Ja, und dann? Ja, pass auf. Mhm. Dann war das auch alles wunderbar. Und dann dachte ich, dass er nach Hause kommt. Und dann klingelte das Telefon hier. Und da stand halt die Nummer von seiner Mutter drauf. Mhm. Und ich gehe nie ans Telefon ran. Nie. Mhm. Wenn sie anruft. Aber ich dachte, in dem Moment ist es mein Freund. Vielleicht wollte er noch was für ihn. Weil er dort hingefahren ist schon. Genau, weil ich wusste ja, dass er da war. Ja, so habe ich es verstanden. Mhm. Genau. Mhm. Und dann dachte ich, dass er das jetzt ist, dass er von ihr aus anruft, weil er mich noch irgendwas fragen wollte, ob er noch was einkaufen sollte für Weihnachten und hier und da. Mhm. Da gehe ich an das Telefon ran und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, was sie gesagt hat zu mir am Telefon. Doch, ist es ein Originalzitat, das gehört zur Geschichte. Erzähl. Genau, also sie hat in diesen Telefonhörer reingeschrien, du alte Scheißschlampe, bist du denn wieder besoffen, du alte Scheißarschloch. Am Heiligabend. Und dann war ich so perplex, weil normalerweise bin ich eine, die warum hat, aber da war ich so perplex, ich habe sofort aufgelegt. Warum hat die das gemacht? Weswegen war die, weil du ihn zum Einpacken zu ihr geschickt hast, oder was? Warum ich war die so Ja, eigentlich wolltet ihr vermutlich den Heiligen Abend dann miteinander verbringen. Ne? Das war so geplant, oder? Nein, das war ja noch nicht mal geplant. Ach so, war nicht mal, Nein, weil ich wollte am Heiligabend, da wollte ich zu meiner Tante fahren. Ach so. Weil ich da eigentlich jedes Jahr bin, wir teilen uns immer ein bisschen auf. Okay, jetzt erzählen wir mal, das ist ja ein ganz heftiger Vorfall. Ja. Da ist man erstmal geschockt. Hast du dann sofort deinen Freund angerufen und hast gesagt, hier, was soll das denn? Oder ja, was hast nee, ich habe zuerst meine Mutter angerufen. Weil, nee, Quatsch, ich hatte zuerst meinen Freund versucht anzurufen, da ging aber nicht ans Handy dran. Hm. Da bin ich schon verrückt geworden zu Hause und da habe ich meine Mutter angerufen. Aber ich dachte, deine Mutter wäre bei dir gewesen. Nee, die war ja schon wieder weg. Die war schon weg, okay. Genau, weil die wohnte zu dem Zeitpunkt, wohnte sie 10 Minuten von uns entfernt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wie hat denn dein Freund sich dazu, das ist ja nur sehr heftig, wie hat er sich dazu gestellt? Er hat natürlich zu mir gehalten. Er war selber sehr geschockt, weil er das selber nicht verstehen konnte, weil er muss gerade losgefahren sein, wo sie mich angerufen hatte. Und dann hat er Weihnachten auch gesagt, er kommt nicht zu ihr vorbei. Mhm. Also er hat gar nicht mal, hat sie versucht, an dem gleichen Abend noch anzurufen, aber es ging keiner mehr ins Telefon ran. Mhm. So, ne? Da hat er sich also vor dich gestellt. Jetzt machen wir mal, spulen wir bis in die Jetztzeit, bis heute mal weiter. Ja. Du hast den Kontakt abgebrochen zu der Schwiegermutter in Spee. Genau. Welche Position hat dein Freund in diesem Streit? Zu wem hält er? Also jetzt seit heute weiß ich, dass er zu seiner Mutter hält. Wir hatten letzte Woche auch wieder einen ziemlich krassen Streit. Mhm. Wir hatten uns heute auch, wir haben uns beim Italiener getroffen, wollten uns auch aussprechen und jetzt ist er, seit 12 Uhr ist er wieder zu seiner Mutter gefahren. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Und ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Aber das ist ja auch schon eine zermürbende Sache, die da hinter dir liegt, ne? Ja. Ja. Und, er sich wahrscheinlich, vermute ich mal, wir können das ja alles jetzt gar nicht im Detail besprechen, in all den Jahren nicht eindeutig auf deine Seite gestellt hat und sie in ihre Schranken verwiesen hat, was eigentlich richtig wäre. Und das war aber, ja nicht immer nur ich, es waren ja alle Freundinnen, die er hatte, es waren ja alle Scheiße. Aber wenn, was du gerade erzählt hast, dass er bis vor kurzem noch bei seiner Mama gelebt hat, ist das mir auch schon klar, was für ein enges Verhältnis da besteht und dass so eine, ich meine, diesen Ausdruck Mamasöhnchen schon angebracht ist. Gibt es da eigentlich noch einen Vater? Lebt der noch? Nein, der ist gestorben. Das ist ja auch noch so ein Kartenthema. Also ich würde in dem Fall, Daniela, da er muss zu dir halten. Er muss zu dir halten. Er kann nicht hier hin und her switchen und letztendlich, wenn er dich wirklich liebt und wenn das eine gute Beziehung ist, die ihr führt, dann muss er das seiner Mutter klar machen. Hier sind die Grenzen und das musst du so und so akzeptieren. Und wenn das nicht funktioniert, ist diese Beziehung, die ihr führt, eigentlich zum Tode verurteilt. Ja, ist sie ja auch. Ja. Eigentlich schon, weil jetzt auch, letzte Woche hatten wir auch einen Streit. Mhm. Wir waren nicht ganz ohne. Mhm. Und wir wollten uns heute auch aussprechen. Mhm. Und ich habe ihn heute, wo er hier war,
Und er ist dann auch immer so, er ruft dann immer seinen Bruder an und hier und da, stattdessen das mit mir zu klären. Ich sitze ja alleine, ich rede auch mit niemandem und ich muss dann mal mitkriegen, wie er mit anderen redet, was er denn zu tun haben soll. Und ich habe ihn heute wirklich angefleht. Ich habe gesagt, ich so, dann schlaft bei uns im Computerzimmer, steht eine Gästecouch drin. Ich so, lass mich hier nicht heute allein in unserer gemeinsamen Wohnung. Ich so, tu mir einen Gefallen und fahr nicht zu deiner Mutter wieder hin. Weil sie ja heute wieder angerufen hat hier. Hat mich auch wieder als Schlampe bezeichnet. Ja, also Hier und da hat gesagt, sie hat ihn angeschrieben. Sie hat gesagt, wenn du jetzt nicht nach Hause kommst, dann kriegst du Hausverbot und hier und da. Und dann ist er trotzdem zu ihr hin. Vergiss es. Ich glaube, den Kampf gewinnst du nicht mehr. Und wenn du ihn jetzt vor die Alternative stellst, entweder so oder so, ist mir fast schon klar, wie der sich verhalten wird. Mach es, ich würde es nicht mehr mitmachen. Ich fände es auch beleidigend für meine Person, wenn ich da so in die zweite Reihe gedrängt würde. Ich würde aber gerne mal noch eine andere Meinung dazu holen. Bist du einverstanden? Ja, klar. Ja? Das Gespräch hat meine Psychologin mitgehört. Ja. Die Simone. Ja. Und die würde dich jetzt nochmal anrufen. Ja, und dann super. Kann sie auch noch ihre Einschätzung sagen. Ja, super. Okay. Kriege ich ein Autogramm von dir? Ja, dann musst du der Simone deine Adresse sagen. Ja, mache ich. Ja? Kein Problem. Liebe Daniela, alles Gute. Ja, und, danke. Mach weiter so, Domian. Viel Kraft für die nächste Zeit. Dankeschön. Tschüss. Hier ist ein Mensch, der heißt Asu. 27, hallo. Hallo. Ein Mädel. Ist das richtig? Sag mal. Ja, genau. Sag mal, ich bin Türkin. Hallo. Wie spricht man das aus? Asu oder Azu? Ja, genau. Asu. Asu. Ich hab's mir doch schon gedacht. Asu. Weswegen rufst du an? Ja, es geht darum, ich bin seit gestern mit meinem Freund getrennt und wir waren jetzt ein Jahr zusammen. Ich liebe ihn über alles und er liebt mich auch über alles, aber er ist krankhaft eifersüchtig. Ach du lieber Gott. Und wer hat sich von wem getrennt? Hast du dich getrennt oder er sich von dir? Also im Endeffekt hat er sich von mir getrennt, weil er sagt, er würde mir total wehtun und er fühlt sich selbst auch ziemlich belastet, weil er einfach mit den Gedanken nicht los wird, dass ich ihn betrügen könnte. Ach so, er sagt, er tut dir total weh, weil er so eifersüchtig ist. Genau, ja. Hat er Grund, eifersüchtig zu sein? Kein bisschen. Kein bisschen. Ja. Also in diesem Jahr, in dem du mit ihm zusammen warst, hast du keinen anderen Mann angefasst? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, 100%. Auf keinen Fall, 100%. Wie macht sich denn seine Eifersucht so bemerkbar? Wie merkt man die? Also es ist so schlimm, dass er mir schon vorwirft, ich könnte was mit dem Freund meiner Schwester haben, weil er auch mit in der Wohnung ab und zu ist, in der ich wohne, weil ich mit meiner Schwester gemeinsam eine Wohnung bezogen habe. Ja. Und zusätzlich hat er zum Beispiel bei mir zu Hause schon ein Diktiergerät versteckt, um irgendwas zu beweisen und irgendwelche Beweise zu finden. Ach, er hat dich belauscht. Ja, genau, ob ich vielleicht jemanden hier zu Hause hätte. Und hast du das Diktiergerät zufällig gefunden? Nein, ich habe es nicht gefunden. Er kam dann später nachts damit raus und meinte, na, hast du das Diktiergerät gefunden? Da meinte ich, was für ein Diktiergerät? Ja, und dann meinte er, ja, das Diktiergerät, was ich versteckt habe. Und dann war ich ziemlich perplex und dann kam das Diktiergerät auch zum Vorschein. Und er dachte, ich hätte da irgendjemandem gesagt, ja, komm nicht um 3 Uhr, das ist mir zu spät, komm bitte um 10 Uhr und ich warte auf dich dabei. Im Endeffekt hatte ich mit einer Freundin telefoniert, konnte ihm das dann auch im Endeffekt auch beweisen. Wie war's denn? Ja, bitte? Also er hat null Beweise, gar nichts in der Hand, aber jeden Tag die gleichen Vorwürfe. Also es war wirklich jeden Tag so? Ja, jeden Tag. Wie war das denn, durftest du alleine rausgehen? Also alleine rausgehen gefällt ihm überhaupt nicht. Ich darf nicht weggehen mit Freundinnen oder mit Freunden. Ihm wird schon schlecht, wenn mein Handy klingelt oder wenn ich eine SMS bekomme. Er hat es mir total untersagt, dass Freunde mich anrufen, also männliche Freunde. Und was machst denn du vom Beruf? Oder bist du Schülerin, ne? Ja, ich bin Studentin. Studentin, ja, dann bist du ja, du bist ja jeden Tag konfrontiert auch mit anderen Männern. Das muss ihn doch wahnsinnig machen. Das macht ihn auch wahnsinnig. Klar, zu meinem Studium kann er im Endeffekt nichts sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es dann anfängt, wenn ich dann im beruflichen Leben stehe. Was studierst du? Ich studiere Jura. Jura? Ah ja. Ja. Und ich komme damit überhaupt nicht zurecht, aber ich liebe ihn so sehr, ich weiß nicht, wie aber ich damit zurechtkomme. Es ist natürlich, es ist natürlich völlig beknackt, was er da gemacht hat. Aber was mich beeindruckt ist, dass er quasi aus Liebe, um dir nicht weh zu tun, sich von dir getrennt hat, weil er selbst sieht, dass er irgendwie das alles übertreibt.
Aber im Endeffekt ist es nicht nur deswegen. Er hat sich nicht nur getrennt, um mir nicht weh zu tun, sondern weil er sich im Endeffekt auch selber sehr viel weh damit tut. Weil er wird diesen Gedanken einfach nicht los. Weißt du, also, er ist so in der Paranoia drin, er kommt nicht davon los. So, da hast du genau das richtige Wort gesagt. Da bist du natürlich fast machtlos. Er muss an seinem Denken. Wie alt ist er? 29, also ein erwachsener Mann. Das heißt, er muss in seinem Denken und in seiner Haltung, muss er sich korrigieren. Er muss das hinkriegen. Da kannst du überhaupt gar nichts machen. Ich habe auch schon mit ihm gesprochen, dass er unbedingt eine Therapie machen muss. Eigentlich schon. Wenn er das so übertreibt, er schadet ja sich selbst, seinem Leben und seinem Glück. Und er schadet natürlich auch anderen Menschen dann in dem Falle. Es ist ja eine ganz traurige Sache. Da sind zwei Menschen, die sich sehr lieben. Ja, ich weiß. Und aufgrund dieser übertriebenen Eifersucht geht das kaputt. Das müsste ihm doch auch klar werden. Ist er denn so ein Typ, den man vielleicht auch dazu bewegen könnte, zu sagen, pass auf, dann hol dir mal Hilfe von außen? Ja, er wollte sich Hilfe holen, hat dann irgendwie eine Therapeutin gefunden, die aber viel Geld dafür wollte. Und ich meinte zu ihm, man muss unbedingt zu seiner Krankenkasse gehen, die dann ihm einen kostenlosen Therapeuten zur Verfügung stellt. Aber er hat so viele andere Probleme noch mit seinem Sohn und mit seiner Ex-Frau und so ein Hin und Her. Dass er einfach auch nicht die Zeit und die Geduld im Moment hat, eine Therapie, glaube ich, anzufangen. Ja, aber genau das muss er sich dann halt, das ist ein Teil der Disziplin, dass er die Zeit sich rausschält aus seiner Zeit und die Geduld eben auch sich zwingt dazu, weil er tut es ja für sein Glück auch. Deine Situation ist wirklich eine sehr, sehr traurige Situation, weil dir die Hände gebunden sind. Du kannst ihn vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass er etwas unternehmen soll, aber wenn das dann nicht tut, kannst du gar nichts machen. Denn du kannst ja nicht in so eine Beziehung wieder zurückgehen. So wie du es gerade geschildert hast, du bist eine junge, erwachsene, selbstbewusste Frau, du wirst irgendwann mal erfolgreich im Berufsleben stehen, du kannst dich ja da nicht so wahnsinnig machen lassen. Es ist ja letztendlich auch immer eine Beleidigung. Weil wenn man hier... Es ist eine sehr große Beleidigung. Sehr groß. Normalerweise würde ich das nie im Leben mitmachen. Das wäre schon längst ein Trennungsgrund für mich gewesen. Aber ich halte das so lange durch, weil ich ihn so sehr liebe. Weil du liebst ihn so sehr. Und eben zur großen Liebe gehört ja eben auch großes Vertrauen. Und wenn er permanent dir unterstellt, dass du mit anderen Männern rummachst, ist es eine Beleidigung und eine Verletzung. Eine sehr große Spalt. Ja. Hast es und ihm im so? Endeffekt, bei ihm ist das dann auch so, wenn er dann Stress mit mir hat, hat er gar keine Skrupel, dann Frauenbekanntschaften zu haben, Telefonnummern auszutauschen. Naja. Ich unterstelle ihm jetzt nicht, dass er mich betrügt in dem Sinne, dass er mit jemandem anderen schläft. Aber er nimmt sich Recht heraus, die er dir nicht zubilligt. Ja, genau. Ja, so geht's nicht. Wäre er zumindest zu überreden, dass ich mit ihm mal rede? Er ist aber nicht hier. Nee, das können wir auch morgen oder nächste Woche arrangieren, wenn du ihm das vorschlagen würdest. Ich wäre dazu bereit und es wäre zumindest ein Versuch. Und dann könnte man weitergucken. Ich könnte ihn ja mal fragen, aber ich glaube nicht, dass er das macht. Es gibt ja auch, seine beste Freundin redet ja auch ständig mit ihm. Und sie hat mich zum Beispiel, sie kennt mich vielleicht seit 3 Wochen oder seit einem Monat. Und wir haben uns ganz frisch kennengelernt, obwohl ich schon seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen bin. Und sie hat mich in dem einen Monat viel besser kennengelernt als mein Freund in dem ganzen Jahr. Und sie sagt zu mir, meine Güte, selbst wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, diese obskuren Ideen, die Armando hat, die passen einfach nicht. Die passen einfach nicht. Und jetzt, wo ich dich schon kennengelernt habe, ist das noch kranker, was er sagt. Sogar sie sagt, rät mir eigentlich aber, von der Beziehung ab. Guck mal, wenn sie rät von der Beziehung ab. Ja, sie rät mir. Und sie ist seine beste Freundin. Ja. Das heißt, sie kennt ihn verdammt gut. Ja, also sie meint auch, er muss auf jeden Fall eine Therapie machen. Es hat nichts mehr mit dir zu tun. Du kannst nichts mehr dran tun. Du hast dein Bestes gegeben. Glaube ich auch. Glaub aber ich auch. Er muss an sich arbeiten. Genauso sehe ich es auch. Also genauso sehe ich es auch. Also. Aber ich bin so unglücklich. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Aber du bist in einem Dilemma. Es gibt da gar keine. Es gibt keine Lösung, die ohne Schmerz ist. Und aber es gibt eine Lösung, die auch mit Schmerz ist, aber die richtige Lösung ist. Das ist die jetzt erstmal auf Abstand zu gehen. Vielleicht. Ich meine, ihr seid ja nur ganz, ganz frisch getrennt. Vielleicht rüttelt ihn das ja auch ein bisschen auf. Das Problem ist, wir waren schon so oft auseinander und zusammen. Ja, aber irgendwann, um glaubwürdig zu sein, musst du es irgendwann jetzt auch mal durchziehen. Ja, ich weiß.
Also. Ich halte es nur nicht so gut aus. Pass auf, jetzt rede nochmal mit ihm oder mit der besten Freundin. Du kannst es ihr ja vielleicht vorschlagen. Ich wäre bereit, mit ihm zu sprechen. Ist ja mal ein Versuch. Und wie machen wir das dann? Auf dieser Telefonnummer, wo ich angerufen habe, oder wie? Nee, dann mailst du uns und dann rufen wir dahin zurück, wohin du das vorschlägst. Echt? Ja, super, das klingt doch gut. Das machen wir. Ansonsten muss er, wie gesagt, muss er sein Ding machen und da musst du einfach jetzt tapfer dich zurückhalten. Andere Lösungen gibt es, glaube ich, im Moment nicht. Aber wir versuchen es mal. Vielleicht kann ich ja nächste Woche mit ihm sprechen oder morgen schon. Ja, danke. Liebe Azu, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, bye-bye. Hier ist Claudia. Claudia ist 20. Hallo, Claudia. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an, Claudia? Also ich hatte letztes Jahr zu Karneval eine schreckliche Erfahrung mit meiner besten Freundin gemacht. Eine Karnevalsgeschichte. Ja. Letztes Jahr eine schreckliche Erfahrung mit der besten Freundin. Ja. Was war passiert? Also ich muss dazu erklären, dass ich blind bin und hatte im Vorfeld diesbezüglich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und sie hatte mir nun versprochen, dass sie mich dann halt mit hinnimmt und damit ich aus der Wohnung rauskomme. Bist du von Geburt an blind? Nein, erst seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren, durch eine Erkrankung dann, oder? Genau, die sich immer weiter fortgeschlichen hat. Und du bist jetzt komplett erblindet? Ja. Ja. So, sie wollte dich mit rausnehmen? Genau. Wo, in welcher Stadt? In Schwerin. In Schwerin, ja. So. Na, und dann bin ich auch mit, weil sie mir hoch und heilig versprochen hatte, auf mich aufzupassen. Ja. Und dann nach langem Hin und Her habe ich mich auch dazu bereit erklärt, mit ihr mitzugehen. Und dann waren wir auch schon eine Weile da und dann meinte Wo wart ihr? In einer Kneipe oder? Nein, richtig in so einer Halle. In so einer großen Veranstaltungshalle. Genau. Ah ja. Und da meinte sie dann zu mir, dass sie jetzt sich halt mal umschauen geht, so mal ein bisschen gucken geht. Also hat mich dann da komplett alleine stehen lassen. Oh je. So, das fand ich ja schon mal nicht toll. Ja. Und du saßt nicht irgendwo an einer Bank oder am Tisch, sondern du standst auch wirklich. Ich stand an der Wand. An der Wand. Du wusstest ganz alleine. Dann. Ja. So, sie war weg. Und dann? Dann kam auf alle Fälle so eine Gruppe jugendlicher Jungs und fing dann da wieder an, umherzupöbeln. Unter anderem fiel dann da auch der Satz, dass Blinde da überhaupt, also hier nichts zu suchen haben. Die haben das also gleich geblickt und gecheckt, dass du blind bist. Ja, also ich hatte diese Armbinde mit diesen 3 Punkten an. Ja, im Karneval kann man ja auch denken, das ist irgendwie eine Verkleidung. Aber das war schon, die haben es verstanden, dass es echt war. Genau. Und haben dich dann gleich beleidigt. Ja. Ja, und da muss man ja gleich schon auch in große Angst geraten, ne? Ja, ich wurde im Jahr davor wurde ich ja zusammengeschlagen und deswegen hatte ich es gleich wieder ganz groß mit der Panik halt zu tun gehabt. Ach, du bist ein Jahr davor, auch im Karneval? Nein, das war, da wollte ich damals zu meiner Berufsbildung hin und da wurde ich morgens halt bei der Straßenbahn zusammengeschlagen. Von wem? Auch von Jugendlichen. Wer das genau war, konnte nicht mehr nachermittelt werden. Unfassbar. Erzähl mal die Geschichte mit dem Karneval weiter. Also genau, die pöbelten dann, dich dann an? Genau, und dann sind die nochmal wieder weggegangen gewesen. Und dann kam meine Freundin zurück und dann habe ich ihr das halt erzählt. Und sie meinte so, ich soll mich nicht so haben. Weil, Was ist denn das für eine Freundin, Mensch? Das frage ich nicht im Nachhinein auch. Weil spätestens da hätte sie doch registrieren müssen, oh weia, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss jetzt bei ihr bleiben. Genau. Und dann? Dann ist sie nachher nochmal weg. Weil sie hatte da irgendwie noch einen Freund gesehen gehabt und da wollte sie mich nicht mit hinnehmen und dann ist sie einfach wieder zu dem zurückgegangen. Und dann kamen die nochmal an und drohten dann auch wieder mit Schläge. Aber konntest du nicht irgendwie, da waren doch ganz viele Leute, konntest du dich da nicht irgendwie bemerkbar machen und um Hilfe rufen? Das haben die irgendwie nicht für wahrgenommen. Klar, da ist es laut und dann guckt man nicht hin und Musik spielt und... Genau. Also du warst richtig in Angst und Schrecken. Die haben dir angedroht, dich zusammen... Was sind denn das für Schweine irgendwie, die ein blindes Mädchen zusammenschlagen wollen? Was? Keine Ahnung. Feige Kerle erster Kategorie. Ja, und dann, was ist dann passiert? Na dann, ich stand ja ziemlich dicht beim Ausgang. Und dann bin ich halt da rausgegangen und erstmal versucht, die Straßenbahn zu finden. Das habe ich dann nicht gemacht, dann wusste ich aber so in etwa, wo ich bin und habe dann halt bei der Taxizentrale angerufen. Die kennen mich da auch schon, habe halt gesagt, dass ich da stehe, irgendwo.
Und dann hat der Taxifahrer mich halt gefunden und dann nach Hause gebracht. Und meine Freundin hat mich hinterher noch nicht mal vermisst, weil ich habe sie dann nachher auch nochmal auf Handy angerufen, um ihr zu sagen, dass ich jetzt zu Hause bin. Sag mal, während du da auf das Taxi gewartet hast, das musste auch eine ganz angstvolle Zeit gewesen sein für dich, ne? Ja. Weil da hätte ja auch was geschehen können. Damit habe ich die ganze Zeit gerechnet. Waren die denn da noch in deiner Umgebung, weißt du das? Oder hatten die da von dir abgelassen? Da hatten sie wohl von mir abgelassen, also ich habe nichts mehr mitbekommen. Aber es hätte halt jeden Moment wieder passieren können, ne? Ja. Ich hoffe, diese Frau ist nicht mehr deine Freundin. Nein. Überhaupt nicht mehr. Hast du sie denn irgendwann nochmal zur Rede gestellt? Ja, das schon. Und sie meinte so, ach, das war doch alles gar nicht so, das hast du dir bloß eingebildet. Und da spinnst du dir mal wieder was zusammen. Ja, das war's dann mit der Verbindung. Richtig, also wir sehen uns jetzt nur noch bei Geburtstagen. Ja, ja. Ich hoffe, dass ihr das nicht so die Laune genommen hat, vielleicht dann doch wieder mal irgendwo hinzugehen. Doch. Naja, wenn du aber eine nette Begleitung hast und du der Begleitung auch vertrauen kannst, dann... Ja, das ist schwer, weil selbst meine Eltern haben mich verstoßen durch die Behinderung. Und du hast keine Freunde? Ganz, ganz wenige und die wohnen alle hier nicht. Die wohnen alle außerhalb. Ja. Das ist schon schwieriger geworden. Ja, das ist wirklich schwierig. Also Claudia, dennoch wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Und hoffe, dass da sich vielleicht dann doch noch ein paar Freunde mal mehr zugesellen. Und ein du dann Freund wäre ganz ein Freund wäre ganz schön. In Schwerin wohnst du, ne? Ja. Hast ja eine sehr, sehr nette Stimme, muss ich sagen. Dankeschön. Vielleicht hat ja jemand in der Gegend zugehört und wenn er dich kennenlernen will, können wir ja einen Kontakt machen. Das wäre sehr schön, ja. Das machen wir, das verspreche ich. Danke. Alles Liebe und alles Gute, Claudia. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Rainer und Rainer ist 34. Hallo Rainer. Hallo Jürgen. Ja, Rainer. Ich rufe an wegen dem Thema Karneval. So, erzähl. Ja, ich bin Karnevalist, also ich trete auf der Bühne auf, als Sänger. Als Sänger, ah ja. Ja. Wo, in welcher Hochburg? Köln, Düsseldorf, Bonn, überall, also ganz im Rheinland. Im Rheinland, ja. Ja, und mir ist letztes Jahr Karneval in Wuppertal etwas passiert, was mir in 24 Jahren Karnevalskarriere noch nie passiert ist. Nämlich? Ich stehe da auf der Bühne und da tanzen die Frauen vor der Bühne rum und da hat auf einmal eine Frau voll in den Schritt gefasst. Ach. Und ich fand das irgendwie richtig krass und heute hatte ich da schon wieder einen Auftritt. Wieder in Wuppertal? Ja, ja, wieder in Wuppertal. Wieder auf der gleichen Bühne? Genau. Genau, genau. Und genau dieselbe Frau stand wieder vor der Bühne. Nein. Und immer wenn die näher kam zur Bühne, bin ich natürlich wieder einen Schritt zurückgelaufen. Du konntest dich an die erinnern? Ja, ja, klar. Ja. An so eine kann ich mich schon immer erinnern, weil das ist mir noch nie passiert. Volle Kanne zugepackt? Ja, volle Kanne. So, dass es wehgetan hat? Ja, wehgetan nicht. Das hat nur ein bisschen gekniffen. Ja. Ne, aber ich war da auch gerade ein Lied am Singen. Ja. Und ich habe dann das Lied einfach weitergesungen. Ja, man ist ja dann auch Profi. Ich bin nur wieder zurückgegangen. Ja. Und wo sie heute immer wieder näher zur Bühne kam, bin ich natürlich immer wieder auf Seite gehüpft. Die hätte heute gerne wieder, ne? Ja, ich denke mal. Bestimmt. Aber du bist ja erfolgreich aus dem Weg gegangen. Genau. Ich wundere mich übrigens, dass wir beide jetzt miteinander reden, dass du nicht irgendwie noch unterwegs bist. Nee, ich bin seit heute Morgen 7 Uhr war ich unterwegs. Oh ja, aber dann müsstest du eigentlich schon im Bett liegen. Genau, und der letzte Auftritt war um 23 Uhr heute. Wir haben 8 Auftritte hinter uns gebracht. Oh weia, dann bist du fertig. Ja, und da habe ich jetzt ein bisschen Relax hier zu Hause und da klingelte dann das Telefon von deinem Team. Ah ja, weil ich auch sehr nett fand. Du dich ja bei uns gemeldet hattest vorher. Genau. Ja. Ja, ist das denn im Karneval überhaupt so, dass die Frauen so auch so unter die Gürtellinie greifen und so zwanglos sind? Und An Weiberfassnacht denke ich schon. Ja. Ja, und ich finde das, ich habe eben das Gespräch mitgehört von dem jungen Mann da, von dem Martin, glaube ich, da, wo er gesagt hat, ohne Kondom und so. Gerade jetzt in der Karnevalzeit, die tolle Tage. Ne, da sind so viele, sage ich jetzt mal, so verantwortungslos, es einfach ohne Kondom zu machen. Absolut, Rainer, bin ich auch deiner Auffassung. Möchte gerne an dieser Stelle das auch nochmal unterstreichen. Ihr könnt ja feiern, bis ihr umfallt. Ihr könnt auch Sex haben, bis ihr umfallt. Aber holt euch die Gummis. Es schützt euch vor AIDS, es schützt euch vor Hepatitis C, es schützt euch vor vielen anderen auch sehr schlimmen Krankheiten. Und es gibt überhaupt keine Entwarnung. Die Krankheiten sind schlimmer denn je und die Zahlen sind wieder angestiegen. Nehmt die Gummidinger und nehmt die Kondome.
Genau, weil ich sehe das ja auch oft so auf Veranstaltungen, wenn sich gerade Leute neu kennenlernen oder so, und die verschwinden dann, ich sag jetzt mal, auf Toilette oder so. Ne, was ich natürlich nicht so toll finde. Ja. Deshalb kann ich nur sagen, Leute sollten schon aufpassen. So. Das ist sehr wichtig. Mein lieber Rainer, dann wünsche ich dir noch schöne, tolle Tage. Ja. Kann ich noch einen Gruß gerade loswerden? Ja, ganz schnell, wir sind uns gleich vorbei. Ganz schnell. An meine Freundin, die heute Geburtstag hat, die 25 wurde, herzlichen Glückwunsch. Und kann ich ein Autogramm von dir haben? Okay,